Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir ein Unboxing von den Freiräumen, der Zoo Royal Schatzkiste für euch. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Zoo Royal Schatzkiste ist eine Hundebox, sage ich jetzt einfach mal dazu, die immer mal wieder zu verschiedenen Jahreszeiten erscheint. Ich glaube, viermal im Jahr erscheint die und die gibt es für Hunde, die gibt es für Katzen und für Sammy. Und ich liebe gerne immer so eine Kiste. Sammy weiß, dass anfangs labert Frauchen noch ein bisschen, ne? Man kann, wenn man bei Zoo Royal bestellt, auch Sachen, Goodies mit dabei kriegen. Da muss man halt einfach mal auf der Homepage gucken. Da habe ich jetzt hier dreimal diese Kaustangen mit Hühnchen mit dabei gekriegt. Also quasi drei von diesen Verpackungen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, Sammy kriegt da jetzt auch schon mal eine von. Denn er schnüffelt schon so. Ich weiß gar nicht, warum die das dann da reinpacken, ne? Keine Ahnung. Sammy weiß es auch nicht. Riecht das gut? Zu Sammy. Sammy ist ein Hund, der kommt aus dem Tierschutz. Der kommt aus Bosnien, hat da auf einer Mülldeponie gewohnt und wurde dann von einer Tierschutzorganisation hier nach Deutschland geholt. Der ist jetzt schon so seit ungefähr 3 Jahren. Danke, dass du mir auf mein Bein gesabbert hast. Pass auf, bei uns. Und ist schon 5,5 Jahre alt. Quasi ein Best Ager. Ich weiß es nicht. Ist übrigens eine ganz tolle Idee gewesen, hier im Rock zu sitzen. Ne? Ja, auf jeden Fall ist das schon mal ein Goodie gewesen. Das schmeckt ihm offensichtlich. Und ich finde es ganz cool, dass es für Ume mit dabei war. Ja, schön. Dann gucken wir jetzt zuallererst mal in die Hundeschatzkiste rein. Die ist immer ein bisschen größer als die Katzenschatzkiste, ist aber auch ein bisschen teurer. So schaut es dann aus und da haben wir sowohl Leckerlis, Nassfutter, Trockenfutter als auch Spielzeuge mit drin. Und zuallererst kommt hier so ein Flyer mit dabei. Das ist dieser hier. Die war schon mal praller gefüllt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir hatten schon mal, die konnte kaum heben. Ne? Da hatten wir richtig, richtig viel drin. Jetzt haben wir irgendwie nur noch 7 Produkte oder 9 Produkte da scheinbar mit drin. Die sind hier auch aufgeführt. Nicht preismäßig, das suche ich euch dann aus dem Online-Shop einfach mal raus. Aber ja, ne, kann man machen. Genau, dann haben wir hier als erstes ein, die gefällt unsere Auswahl, entdecke weitere Produkte online. Achso, nee, hier steht noch was mit bei, das wollte ich schon vorlesen. Ne? Ohne Zuckerzusatz und ohne Weizen sind alle Produkte, die enthalten sind. Das finde ich ganz cool, oder? Ja, alle Produkte, außer halt die Spielzeuge. Ne? Die neue Zoo Royal Sommer Schatzkiste ist gefüllt mit tollem Spielzeug und schmackhaften Snacks, ganz ohne Zucker und Weizen. Guck. Genau, und hier gibt es halt nochmal einen Code. Ab einem Mindesteinkaufswert von 49 Euro bis zum 31.07.2021 und das ist Schatzkiste 5. Da kriegt man dann 5 Euro Rabatt. Das ist doch auch ganz nett. Ja, und man kann halt beim Gewinnspiel teilnehmen. Das heißt, wenn man dann bei Instagram ein Foto macht von seinem Hund mit der Schatzkiste, dann kann man da noch ein bisschen was gewinnen. Also sage ich mal, wir verlosen 10-mal unsere nächste Schatzkiste. Das ist doch nett. So, als erstes habe ich hier etwas mit dabei. Das ist nicht unbedingt was für Sammy, auch wenn es ein Quietschi sein wird. Oder? Nee, es ist kein Quietschi. Nö, es ist kein Quietschi. Aber es ist halt Plastik und Sammy mag nicht so gerne dieses Plastikspielzeug. Das ist ein Spielzeug zum Einfrieren, was jetzt natürlich im Sommer ganz cool ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Sammy ist überhaupt kein Fan von Plastik. Der mag super gerne so Zehrtaue oder irgendwelche Sachen, die er zerfleddern kann, irgendwelche Tiere, da kommen wir auch gleich zu. Aber sowas, wenn ich das halt in Boxen mit drin habe, sammle ich das meistens und dann spende ich das halt dorthin, wo Sammy zum Beispiel herkommt. Oder ich gebe das über eBay Kleinanzeigen weiter. Hier kannst du dann Wasser reinfüllen und dann kann man das Sammy, also dem Hund halt entsprechend geben. Ne? Ist ganz ulkig, also ja, aber halt nicht unbedingt was für Sammy. Dann habe ich hier etwas mit dabei. Sowas Ähnliches hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch. Und das hier ist ein Hundespielzeug, Biber Grau. Der wird nicht lange leben, tatsächlich. Also gar nicht lange. Gar nicht lange. Denn der hat hier so eine Raschelfolie drin. Der ist bestimmt, ja, der hat hier auch noch so ein Quietschi mit dabei. Und wenn Sammy den hat, dann ist der nicht mehr lange überlebensfähig. Sehr schön weich und flauschig. Also wunderschön. Aber er wird nicht lange leben. Man hätte alternativ auch noch andere mit drin haben können, sehe ich hier. Also auch also so richtig Sommerspielzeuge, ne?
so ein Einhorn und ein Flamingo und so. Das ist natürlich niedlich, aber ja. Aber der Biber ist schon mal gut. Sowas immer in, wenn ich halt mit dran aufpasse, kann er das dann entsprechend nehmen. Okay. Die hier, die hatten wir auch schon mal drin. Das sind von Animonda die Meat Chunks. Die hatten wir auch öfters schon mal so als Probe, genauso wie jetzt auch. Pute Pur, das ist dieses hier. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch preislich aufgeführt ist. Also quasi mit reingerechnet wird. Ja, es wird mit reingerechnet, okay. Hier haben wir 30 Gramm drin. Die sind halt ein bisschen weicher. Die kann man so zwischendurch mal geben, das ist ganz schön. Ja, aber er hat ja noch. Die lege ich zur Seite, vielleicht kriegt er das gleich. Dann habe ich hier etwas mit drin. Das ist halt eher sowas für Frauchen und Herrchen und weniger was für den Hund. Das ist halt ein Jutebeutel. Damit kann man einkaufen gehen. Love, das finde ich total süß. Ne? Da hast du hier einmal ein kurzes Tragevieh. Und hier dann nochmal, wenn du es Crossbody tragen möchtest, finde ich ganz schön. Und dann hier unten noch zu Royal, aber ich glaube, die kann man halt nicht wehrtechnisch mit einberechnen, ne? Aber es ist cool, dass man sowas hat, weil sowas ist nie weg. Ich habe sowas bei uns immer irgendwie in allen möglichen Autos und so weiter drin. Also, das ist nie weg. Also, ist immer ganz gut, sowas zu haben. Mensch, du bist aber lange mit beschäftigt, Mausi. Kann Frau dir gar nicht so viel erzählen zwischen drin. Hier habe ich noch allerhand an Verpackungsmaterial. Das ist eben die Sache. Damals hatten wir diese Boxen halt ohne Verpackungsmaterial. Die waren prall gefüllt und ich glaube, die haben auch genauso viel gekostet. Ich finde es ein bisschen schade, dass es sich so entwickelt hat. Dann haben wir noch ein bisschen mehr zum Kauen. Das ist, das ist sehr, sehr, sieht sehr hart aus. Also sehr gut für Sammy tatsächlich, weil er ist halt ein recht großer Hund, über 25 Kilo. Oder? Wiegst du schon, ne? Mittlerweile, ja. Und deswegen ist es immer ganz gut, dann kann man das mal geben. Dental Snack Medium ist das und das ist wohl mit Rind. 150 Gramm sind hier enthalten und das ist von der Zoroyal Eigenmarke. Finde ich auch ganz schön, ne, wenn es härter ist, dann ist es halt auch besser für die Zähne. Ist auch nicht verkehrt. Oh, da hört es gleich auf. Ja, wir haben hier gar keine Futterproben drin. Ne? Ich habe hier extra auch seinen Napf mit hingenommen für Nassfutter oder für Trockenfutter, aber nee, leider nicht. Also hier habe ich von Happy Dog, die Soft Snack Montana Pferd. Also da hatten wir letztes Mal, glaube ich, Strauß auch mit drin. 100 Gramm sind hier enthalten. Ja, kann man auch so zwischendurch geben. Die sind nicht ganz so weich wie die von Animonda. Die sind schon ein bisschen härter, aber nicht so extrem hart. Ja, kann man auch gut zwischendurch geben. Aber ist ja noch beschäftigt. Dann habe ich hier, das sind so ganz kleine, Fruities, frisches Geflügel und Mango. Und das sind so ganz, ganz kleine. Die mag er jetzt ehrlich gesagt nicht so ultra gerne. Also da mag er lieber etwas größere. Die atmet der wohl so ein. Ich verwende die ganz gerne, wenn ich ihm Hundeeis mache. Ne, dann nehme ich ja meistens einfach Hundefutter und Hundeleckerlis, friere das zusammen ein. Nimm dann auch von Smoothie Dog noch ein bisschen was mit dazu, damit das Ganze halt ein bisschen mehr insgesamt Geschmack drin hat. Und dann kriegt er das halt gerade jetzt so im Sommer. Das ist eine ganz gute Geschichte. Da hast du halt auch eine gute Geschichte. Alles gute Geschichten und ich habe gerade auch Hunger. Unsere Pommes sind gerade im Ofen, aber sie müssen noch warm werden. Okay, dann habe ich hier noch etwas mit dabei von Christophoros Naturimbiss. Das hatten wir, glaube ich, auch schon öfters mal mit dabei. Entenkau-Sticks, oh, das finde ich auch ganz schön. Sowas gibt man auch ganz gerne, finde ich. 70 Gramm sind hier enthalten und das sind halt so richtige Entensticks. Ne? Also die sind innen etwas härter. Aber außen drum zu, das fühlt sich sehr, sehr schön weich an. Also da wird er auch seine Freude dran haben. Das ist cool. Also das, sowas mag ich gerne in der Box haben. Und als letztes tatsächlich schon habe ich hier von Moon Ranger Wildlachshappen. Ein Single-Protein und das sieht halt wirklich richtig aus wie diese Lachshaut. 70 Gramm. Das ist in Quadrate geschnitten und schaut so aus. Ja, ne? Ich persönlich muss wirklich sagen, die Box war mal besser, habe ich eben ja auch schon gesagt. Die war mehr gefüllt, wir hatten viel mehr Auswahl. Also ich sag mal so, die ersten Zoroyal Schatzkisten waren halt so richtig kabäm und man kam gar nicht aus dem Staunen raus. Also so vor 2 Jahren war es halt echt noch krass und jetzt ist es halt immer, es wird immer weniger. Und das finde ich super schade. Aber Leute, es ist ja nicht so, als gäbe es nicht noch andere Hundekisten, die man sich angucken kann. Da habe ich ja auch die ein oder andere, zum Beispiel von Tuff Cookie oder von Zoo Plus. Da gibt es auch die, die heißt aber nicht Schatzkiste. Die hat auch irgendwie einen ganz speziellen Namen.
Auch wenn Sammy keine Katze ist, wir gucken aber trotzdem mal in die Katzenkiste rein. Diese hier wird Marion bekommen irgendwann mal. Also wenn du das siehst, du weißt von nichts. Und ja, sie und ihre Räuber. Und wahrscheinlich hat sie die schon bekommen, wenn ihr das Video seht, weil ich lasse mir manchmal etwas Zeit. Genau, auch hier haben wir den 5-Euro-Gutschein mit dabei. Auch hier haben wir dann die Produkte beschrieben. Und da haben wir zuallererst von Aumüller einen Seestern, ein Baldrian Katzenspielkissen. Das ist dieses hier in Seestern-Optik. Das finde ich ganz schön und da fahren ihre Katzen auch immer tierisch drauf ab. Finde ich schön. Dann Warm Days. Da weiß ich nicht, was es ist. Bonbon mit Katzenminze in Petrol. Okay. Ja, Katzenminze, da fahren die ja auch mega drauf ab, ne? Ja, das wird eine schöne Geschichte werden. Und die Box ist doch recht gut gefüllt. Jedenfalls sieht sie auf den ersten Blick so aus. Da haben wir hier dann Katzengrillis mit Rind. Das sind 8x5 Gramm, steht hier drauf, von der Zooroyal Eigenmarke. Dann, die hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch mit dabei. Huhn- und Thunfisch-Mini-Sticks, Minkas Naturkost, 84% Huhn- und Thunfisch. Da sind 50 Gramm enthalten. Ja, die sind recht klein, aber Katzen sind ja meistens auch etwas kleiner als Hunde, ne? Jedenfalls kleiner als Mr. Baum. Und dann haben wir hier noch von Milkies etwas mit dabei. Gratis, free, graduitu, bla bla bla. Das, diese besondere Art zu snacken von Animonda. Okay. Da steht auch gar nicht genau drauf, was da drin ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch preislich aufgeführt werden soll. Mal gucken, Mausi. Wie lange er einfach mit seinem Ding da beschäftigt war. Doch, 4 Cups sind hier drin. Auch wenn da gerade steht. Und jetzt möchte Sammy, glaube ich, das, ja, das nächste. Hm? Soll ich dir mal eins geben, Maus? Wie wäre es mit dem von Christophorus? Ich glaube, das ist doch eine ganz gute Geschichte. Hast du sie verschluckt? Ja, du sollst ja auch nicht dein Kissen aufessen. Okay, Maus, was ist los? Ist alles gut? Ja, er hat halt da den Kram abgeschleckt, ne? Es ist kein Wunder, dass man sich verschluckt. Es sind ein paar Fusseln im Rachen gehabt, Mausi. Maus. Oh, das riecht aber gut. Boah, das riecht richtig gut. Das riecht viel, viel besser als das, was du gerade hattest, Sammy. Mm. Also, wenn ich du wäre und er so, oh, schon wieder so viel kauen. Ja, man muss was dafür tun, dass man was zu essen kriegt. Ne? Hm, wie immer. Das hier sind so gefriergetrocknete Viecher von Mia Moore. Sensible Snack, 100% Huhn. Und da sind 30 Gramm drin. Ja, also ich glaube, für kleine Tiere ist das wirklich eine schöne Geschichte. Und auch so ein kleiner Crunch. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, Sammy hat das auch schon mal gehabt. Die sind sowas von schnell eingeatmet. Und das, ja, ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Dann, ich bin irgendwie gerade echt nicht so geflasht von den Boxen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich Suppenkasper für Katzen, Granata Pet. Da haben wir 70 Gramm drin. Das ist so eine kleine Dose. Ja, immerhin. Aber ich hätte mehr erwartet, denn wir haben ja tatsächlich hier noch zwei Sachen drin. Das war es ja auch schon. Sanabel Tasty Treats mit Forelle und Preiselbeere. 55 Gramm. Das ist eine Marke, die, glaube ich, relativ neu jetzt in den Boxen mit drin ist. Deswegen ist es schon interessant. Und dann als letztes ist hier in der Katzenbox mit dabei von Jim Cat Lachs verfeinert mit Petersilie, reich an Protein. Und da sind drin 60 Gramm. Ich lasse ihn jetzt auch mal diese Wildlachshappen probieren. Ich glaube, er hat Bock drauf. Hast du da Bock drauf? Ja! Okay, also, die Boxen waren wirklich mal besser. Ich finde es ein bisschen schade, dass das sich so entwickelt hat und keine Ahnung, dass die nicht mehr so gut gefüllt sind. Vielleicht ist es jetzt auch wie bei den Beauty-Boxen zum Beispiel auch. Dann hast du manchmal eine dabei, die jetzt nicht so bombastisch ist. Ne? Wir gucken mal, wieso die nächste Box wird. Das dürfte dann ja so eine, so eine Herbstbox werden oder so. Aber ja, die Sommerbox. Also, falls Zooroyal dieses Video sehen sollte, Leute, ich habe es gefeiert, wenn da auch mal... Also wenn die Boxen ein bisschen größer waren, die waren damals größer und wenn da halt auch irgendwie so richtig Nassfutter drin war, wenn da Trockenfutter mit bei war und so, ne? Weil so konnte man sich halt auch wirklich mal ein bisschen durch, also Mann ist gut, der Hund, ne? Ein bisschen durchsnacken, ein bisschen durchprobieren, vielleicht auch wirklich mal ein anderes neues Futter sich anschauen, ne? Und deswegen, ja, ein bisschen schade, wie es jetzt hier so
sich entwickelt hat, aber dennoch, wir werden, also Sammy und ich, ne, wir werden uns weiter durchtesten, das ist überhaupt keine Frage. Und ja, jetzt wird Sammy aber auf jeden Fall sein normales Armbrot kriegen, denn eigentlich hatte ich darauf spekuliert, dass er hier was ordentliches zu essen bekommt. Leider nicht. Es tut mir so leid, Maus, aber jetzt musst du nicht... Na, jetzt leckt er wieder das... Ja, er hätte so gerne. Ihr Lieben, trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Ich verlinke dir mal hier oben die Playlist zu den ganzen Sammy-Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier auf meiner Rübe kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Und du willst mehr? Schon vorbei? Oh.